Hollywood-Feeling im oberfränkischen Bamberg. Roter Teppich, auffällige Beleuchtung und strömende Menschenmengen machen die Filmmeile in der Luitpoldstraße eine Woche lang zu dem Treffpunkt der Stadt. Dies hat einen Grund. Zum 23. Mal finden hier die Bamberger Kurzfilmtage statt. Den Auftakt des Festivals bildet die feierliche Eröffnung im internationalen Künstlerhaus Villa Concordia. Volker Traumann, der Vorsitzende des Vereins Bamberger Kurzfilmtage, weiß, was gerade das Bamberger Festival so besonders macht. Ja, es gibt ja mittlerweile sehr viele Festivals in Deutschland, die sich dem Kurzfilm widmen und jedes hat so sein eigenes Profil. Was aber so einzigartig eigentlich in Deutschland ist, dass es ein Festival gibt, das sich speziell dem deutschsprachigen Filmraum widmet. Das heißt, bei uns laufen im Wettbewerb ausschließlich Werke aus Deutschland, Österreich, Schweiz, der Luxemburg und Südtirol. Das ist so das Markenzeichen von Bamberg. Bis zu 4.500 Besucher jeden Alters lockt das Festival jährlich in die Programmkinos Odeon und Lichtspiel. Es werden Filme aus verschiedenen Kategorien gezeigt, weshalb für jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte. Bereits seit 1990 findet das Festival jedes Jahr statt und ist somit das älteste Kurzfilmfestival in ganz Bayern. Eine Woche lang haben Besucher aus Bamberg, Deutschland und dem Ausland die Möglichkeit, sich in einer besonderen Atmosphäre außergewöhnliche Filme anzusehen, sich mit den anderen Filmbegeisterten auszutauschen, sowie mit vielen talentierten Filmemachern ins Gespräch zu kommen. Als geeignete Location eignet sich hierfür der Festival Club, eine Filmlounge für alle, die sich zum Beispiel nach dem Programm noch austauschen möchten. Dieses Jahr konkurrieren 70 Filme, die aus über 600 eingereichten Filmen ausgewählt wurden, um 7 Preise. 5 der Preise werden von unseren Jurys vergeben, 2 vom Publikum. Also Sie entscheiden heute Abend auch mit über die Vergabe des Bamberger Publikumspreises. Bei der Preisverleihung wird die begehrte Festivaltrophäe der Bamberger Reiter durch verschiedene Jurys vergeben. Dann wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß in dem Wettbewerbsblock 4, der unter dem Motto steht Gastspiel. Viele Filmemacher stellen ihre Werke persönlich vor. Das Festival stellt gerade für junge Regietalente ein wichtiges Sprungbrett dar. But you just can't stop it. Die eingereichten Filme entstehen auf unterschiedliche Art und Weise. Nicht immer stehen große finanzielle Mittel oder eine professionelle Ausrüstung von Filmakademien zur Verfügung. Und wir versuchen halt immer mit ganz minimalen Mitteln zu arbeiten. Wir haben eine Kamera, die wir mitnehmen, wir machen den Schnitt selber, das Licht, den Sound, alles. Es ist so, dass wir versuchen, eher flexibel zu sein in der Richtung und mit einem ganz kleinen Budget auch zu arbeiten. Zur Halbzeit zeigt sich Volker Traumann mit dem Verlauf des Festivals zufrieden. Also wir freuen uns, dass dieses Jahr so viele Filmemacher wie noch nie angereist sind, über 70, und dass auch die Zuschauerzahlen jetzt an den ersten Tagen schon deutlich höher waren als letztes Jahr. Das heißt, wir gehen mal von einem sehr guten Publikumszuspruch aus. Man darf also schon jetzt gespannt sein, was die Bamberger Kurzfilmtage im nächsten Jahr zu bieten haben.